Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich sehr, dass du da bist und diesen Podcast gefunden hast. Vielleicht hörst du ihn schon seit der ersten Folge, vielleicht bist du auch jetzt gerade erst drauf gestoßen. So oder so, es ist einfach so schön, dass du da bist, denn ich glaube, wir sind hier gerade in unserer Welt in einer Zeit, wo es wichtiger ist als jemals zuvor, dass wir anerkennen und erkennen, dass wir die Welt, die wir gerne im Äußeren oder im Außen sehen möchten, nur verändern können, wenn wir bereit sind, uns auch im Innen zu verändern. Und alle Veränderung fängt einfach bei uns selbst an. Und das ist auf der einen Seite manchmal nervig, weil man sich selbst dadurch verändern muss. Und auf der anderen Seite ist es natürlich das Tollste, was es gibt, weil genau das gibt dir die Möglichkeit, dass du etwas ändern kannst und dass du den Dingen eben nicht hilflos ausgeliefert bist. Und in diesem Podcast möchte ich dir einfach die besten Interviews, Solo-Folgen, Meditationen und alles, was du hier sonst noch so findest, mit an die Hand geben, um in dir eine Welt aufzubauen, die friedlich ist, die powerful ist, die achtsam ist, die bewusst ist und die auf das ausgerichtet ist, was du gerne in deinem Leben erschaffen möchtest. Und deswegen freue ich mich einfach, dass du da bist und dass du Ja sagst zu genau dieser Reise zu dir selbst. Denn es ist eine manchmal anstrengende Reise, aber es ist auch die schönste Reise, die du jemals antreten wirst. Also in diesem Sinne, schön, dass du da bist und das ist jetzt die zweite Folge nach unserer Sommerpause. Wir haben ja im August eine Pause gemacht und jetzt bin ich wieder da. Es ist die erste Solo-Folge, nachdem ich wieder da bin aus unserer Sommerpause. Und während der Sommerpause habe ich über 2, 3 Dinge nachgedacht, die ich gerne mit dir teilen möchte, bevor wir gleich losstarten in die neue Folge. Und das Erste, was ich gerne sagen möchte oder dir gerne auf den Weg mitgeben möchte, dass dieser Podcast und alles, was ich hier sage, alle Interviews, die ich hier führe, alles, was du hier hörst, das ist nicht die ultimative Wahrheit. Es ist eine Wahrheit und es ist etwas, woran ich glaube. Und ich fordere dich aber auch in jeder Folge auf, dass du deinen eigenen Verstand, dein eigenes Herz eingeschaltet lässt und für dich auch immer fragst, resoniert das mit mir? Fühlt sich das für mich richtig an? Habe ich vielleicht eine andere Meinung dazu? Und wenn das so ist, ist auch das absolut richtig. Und ich habe da einfach auch noch viel drüber nachgedacht, dass ich glaube, dass es einfach wichtig ist, sich natürlich im Außen inspirieren zu lassen. Das mache ich auch. Und gleichzeitig ist es aber auch immer wichtig, dich mit deiner eigenen inneren Wahrheit zu verbinden und mit deiner eigenen Stimme und die Stimmen im Außen nicht lauter werden zu lassen als deine eigene. Das war das eine, was ich gerne sagen möchte hier zu dem Podcast, dass mir das einfach wichtig ist, dass jeder, der zuhört, auch immer, dass du einfach immer auch für dich selber schaust, woran glaubst du? Was ist das, was du für richtig hältst? Was ist das, wohin dein Herz dich trägt? Und das dem, oder das ist das, was du folgen solltest oder wem du folgen solltest. Du weißt, was ich meine. Und der andere Gedanke, den ich gerne noch mit dir teilen möchte, ist, dass ich einfach Danke sagen möchte für all diese Hunderttausenden von Menschen, die diesen Podcast hören und für all die wundervollen Rezensionen und all das Feedback, was mich jeden Tag erreicht. Und ich bin davon zutiefst berührt und dankbar für das, was wir in den letzten fast doch 4 Jahren hier erschaffen haben mit diesem Podcast. Das ist einfach fantastisch und wunderschön und danke dafür, weil mich das immer wieder dazu inspiriert, weiterzumachen. Und jede Nachricht auf Instagram oder per E-Mail oder als Brief oder wo auch immer mich die Sachen erreichen oder in den Rezensionen, wo einfach steht, danke, danke, weil es hat mir geholfen, danke, weil dadurch habe ich diese Entscheidung getroffen oder deswegen hat es mir geholfen, gesünder zu werden oder was auch immer es ist. Das sind die Sachen, die wenn es bei mir mal schwierig ist oder auch ich Momente habe, wo ich darüber nachdenke, aufzugeben, obwohl ich es niemals tun würde. Das sind die Momente, die mir immer wieder Kraft geben und dafür möchte ich dir einfach Danke sagen. Und diese Community ist fantastisch und danke, dass du ein Teil dafür bist. Und ja, das wollte ich einfach nur sagen. Und jetzt starten wir los mit einer neuen Folge. Und zwar möchte ich heute mit dir darüber sprechen, wie du negative Emotionen, also Emotionen, die sich, ich sag mal, ungut anfühlen, wie zum Beispiel Wut oder Angst oder Traurigkeit oder all diese Emotionen, wo wir manchmal Eifersucht vielleicht auch, wo wir manchmal nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen und die wir dann gerne wegverdrängen, weil sie sich so unangenehm anfühlen.
wie du damit umgehen kannst. Wie kannst du negative Emotionen und Gefühle verarbeiten, bearbeiten und in etwas transformieren, was dich weiterbringt auf deinem Weg. Und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge hilft und dich inspiriert. Und ja, wie immer freue ich mich natürlich, wenn du mir danach bei Instagram schreibst, @LauraMarlinaSeiler, was hast du für dich mitgenommen aus dieser Folge? Was ist vielleicht für dich etwas, was dir auch hilft, mit deinen negativen Emotionen umzugehen? Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal los. Schön, dass du da bist und viel Freude mit dieser neuen Folge. So, Freunde der Sonne, ich freue mich sehr, mit euch über ein Thema zu sprechen, was uns alle betrifft, und zwar unsere Gefühle, denn wir alle haben natürlich die mentale Ebene, die gedankliche Ebene, wir haben unsere physische Ebene, wir haben unsere energetische Ebene, die spirituelle Ebene und wir haben eben auch unsere emotionale Ebene, das heißt dort, wo unsere Gefühle geboren werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal so Tage, wo mich meine negativen Emotionen wie überwältigen und wo ich gar nicht weiß, wohin mit denen. Und ich wirklich auch lange gebraucht habe in meinem Leben, zum einen auch das anzunehmen, dass auch diese Gefühle da sind und dass eben nicht immer alles Sonnenschein ist und man den ganzen Tag mit einem Lächeln durchs Leben gehen muss, was auch, glaube ich, ein bisschen unrealistisch ist. Und dass es einfach auch wichtig ist, zu erkennen, dass wir zum Glück die gesamte Palette an Gefühlen haben. Von, ich sag mal, ganz dunkel bis ganz hell, von ganz oben bis nach ganz unten. Und das ist gut so. Das ist erstmal überhaupt nichts Schlechtes, sondern es ist, wie es ist. Das gehört zu unserem Menschsein dazu und es ist auch richtig, dass all diese Gefühle da sind. Jetzt gibt's nur so unterschiedliche Herausforderungen, wenn es um Gefühle geht, nämlich die guten Gefühle fühlen sich natürlich toll an und die nicht so guten Gefühle fühlen sich nicht so toll an. Beides sind aber ja Botschaften für uns. Und ich möchte gerne hier in der Folge mit dir meine 4 Schritte teilen, die ich für mich in meinem Leben anwende, um mit meinen Gefühlen zu arbeiten, um mit meinen Emotionen zu arbeiten. Und genau das, ja, werde ich heute hier mit dir teilen. Und die 4 Schritte, die ich mit dir teilen möchte, dann kannst du sie dir vielleicht auch gut merken. Der erste Schritt ist Feel it. Der zweite Schritt ist Hear it. Der dritte Schritt ist Heal it. Und der vierte Schritt ist Love it. Also, feel it, hear it, heal it, love it. Das sind die 4 Schritte und ich werde jetzt auf jeden einzelnen Schritt auch noch eingehen. Und der erste Schritt, um den es geht, ist feel it. Das heißt, fühl es. Und ich habe vor, ich glaube, 2 Wochen habe ich einen Post gemacht auf Instagram, wo ich darüber geschrieben habe, dass wir die Tendenz haben, Angst vor unseren eigenen Gefühlen zu haben. Dass wir glauben, wir könnten die nicht aushalten oder dass wir gerne negative Gefühle wie betäuben, dass wir dann immer zum Handy greifen, um uns abzulenken, dass wir uns gar nicht erlauben, es wirklich zu fühlen, weil wir Angst vor diesem Gefühl haben, dass wir manchmal dann, keine Ahnung, shoppen gehen oder die Alkohol trinken, vielleicht Alkohol trinken oder rauchen oder ja, mit dem Handy sich ablenken und dass wir die Tendenz haben, uns emotional betäuben zu wollen, weil wir diese Gefühle als unangenehm betrachten und eben nicht wissen, wie wir mit ihnen umgehen können. Ich glaube, was unglaublich wichtig ist, um sich selbst in seiner eigenen Vollständigkeit zu erleben und wahrzunehmen und auch sich mit der eigenen inneren Weisheit zu verbinden, ist es so elementar wichtig, wirklich zu fühlen. Und zwar in alle Richtungen. Dir zu erlauben, die richtig schönen Gefühle auch wirklich fühlen zu dürfen, aber dir auch mal zu erlauben, die wirklich nicht so schönen Gefühle fühlen zu dürfen. Denn ich habe dieses Bild vor meinem inneren Auge über Gefühle, dass ich mir Gefühle immer vorstelle. Also Gefühle sind ja nichts anderes als Energie. Und für mich sind Gefühle wie so Schlüssel. Vielleicht kennst du diese Szene aus Harry Potter. Und bei Harry Potter, ich weiß gar nicht, welche, ich glaube, es ist der erste oder zweite Teil oder so, da ist er, muss er immer irgendwas erledigen quasi und dann ist er in so einem Turm, glaube ich,
Und da fliegen so ganz viele Schlüssel mit so Flügeln rum. Und einer dieser Schlüssel mit den Flügeln, die da rumfliegen, den muss er halt fangen, weil das ist eben der Schlüssel, der dann quasi in die Tür passt, durch die er durchgehen muss, um dann in den nächsten Raum zu kommen. Und ich stelle mir Gefühle immer so vor, dass wir alle in uns, wir sind in uns wie dieser Raum mit diesen ganz vielen Schlüsseln, die da rumflattern. Und jeder Schlüssel ist quasi der Schlüssel zu einer Tür, die eine bestimmte Information für uns bereithält. Und jetzt ist es so, damit wir auf diesen Schlüssel aufmerksam werden, der uns diese Tür aufschließt zu einer bestimmten Information, die wichtig ist für uns, um weiterzukommen in unserem Leben, damit wir auf diesen Schlüssel aufmerksam werden, flattert der in uns rum, ja, und macht Lärm und ist unruhig und fliegt gegen die anderen Schlüssel oder keine Ahnung, fliegt gegen unsere Bauchdecke oder gegen unser Herz, damit wir den wahrnehmen. Bedeutet, jede Emotion ist letztlich ein Träger von Information für uns. Und wenn wir unsere Gefühle ignorieren, wenn wir diese Schlüssel ignorieren, dann ignorieren wir auch die Information, die diese Emotion für uns hat. Und natürlich kann man jetzt auch da noch tiefer einsteigen und dann wirklich gucken, aus welchem Grund ist denn diese Emotion da, beziehungsweise diese Information da. Und dann kommen wir zum zweiten Teil. Also der erste Teil ist wirklich zu fühlen, und zu fühlen bedeutet, sich in den Körper zurückzubringen, denn deine Emotionen sind in deinem Körper. Du kannst über deinen Körper deine Emotionen wahrnehmen und dann einfach mal die Hand auf den Bauch zu legen und auf dein Herz zu nehmen und einzuatmen, auszuatmen, deinen Körper wahrzunehmen und einfach im ersten Schritt erstmal achtsam wahrnehmen, was gerade ist, ohne es zu beurteilen. Einfach nur zu sagen, ich fühle mich gerade wütend, ich fühle mich gerade traurig, ich fühle mich gerade einsam, ich fühle mich gerade eifersüchtig, ich fühle mich gerade verletzt, ich fühle mich gerade ungesehen, was auch immer es ist, aber dass du überhaupt erstmal dir erlaubst, es zu fühlen und es zu benennen, das ist der erste Schritt, denn ansonsten, vielleicht merkst du, manchmal ist es so, wir merken irgendwie jetzt, ich fühle mich gerade irgendwie unwohl in mir selbst, aber lenkt mich sofort ab, weil ich mich eben so nicht fühlen möchte. Und so, wenn du dich immer ablenkst und dir nie erlaubst, mal hinzufühlen, dann wird sich die Information andere Wege suchen, bis du sie hörst. Und meistens ist es besser, so früh wie möglich auf diese Emotionen zu hören, damit sie sich nicht andere Wege suchen müssen, weil der Schlüssel wird sonst immer größer, ja, bis du ihm nicht mehr aus dem Weg gehen kannst. Der zweite Schritt ist jetzt, hear it, hör zu, mach die Tür auf, nimm den Schlüssel und schließ die Tür auf für die Information. Und bei mir, in meinem Leben ist es so, und wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich, dass die allermeisten Emotionen und Gefühle, die wir haben, vor allen Dingen die negativen Gefühle, häufig für uns das Potenzial von Heilung beinhalten. Das bedeutet, dass häufig zum Beispiel früher, ich kann mich erinnern, es gab eine Zeit, wo ich eifersüchtig gewesen bin und wo ich dann für mich wirklich hingucken konnte, wo ich den Schlüssel genommen habe und es eben nicht ignoriert habe und dann nicht gesagt habe, der andere ist schuld, sondern ich diesen Schlüssel genommen habe und für mich diese Tür aufgeschlossen habe und die Information hinter dieser Eifersucht war für mich eine Heilung für mich selbst. Da ging es bei mir um Selbstliebe, mich selbst mehr anzuerkennen, für mich selbst mehr einzustehen, mir selbst mehr Raum in meinem eigenen Leben zu geben. Und weil das war so eine Zeit, das war noch vor der Beziehung mit Paul, wo ich mich auch immer schnell in Beziehungen zum Beispiel dann so aufgegeben habe, selbst für den anderen. Und dann eifersüchtig war, wenn der andere das nicht gemacht hat und sein Leben weitergelebt hat, Gott sei Dank. Und mir das letztlich immer einfach nur gezeigt hat, es gibt hier was für mich zu tun, es gibt hier was für mich zu heilen. Und manchmal ist es auch so, wenn Wut zum Beispiel da ist, war bei mir ein Riesenthema, Wut in meinem Leben. Zu schauen, diese Tür aufzuschließen und zu gucken, in welche Welt trägt mich diese Wut? Was ist hier? Bei mir war Wut immer ein Thema, was viel mit meinem inneren Kind zu tun hatte und wo es viel darum ging, zu der kleinen Laura zu gehen und zu gucken, worüber bist du wütend? Wann hast du dich
nicht gesehen gefühlt oder ungehört gefühlt oder schlecht behandelt gefühlt und dahin zu gehen und das zu heilen. Und das gilt für alle Gefühle, es gilt auch für Angst. Wenn du Angst hast, diesen Schlüssel zu nehmen, die Tür aufzuschließen und zu gucken, was will dir deine Angst gerade mitteilen? Wovor hast du wirklich Angst? Was ist die Angst, die dahinter steht? Wo in deinem Leben ist mal was passiert, was vielleicht nicht geheilt wurde, weswegen du bis heute diese Angst mit dir rumträgst? Und gleichzeitig, und das ist eben das Spannende, das war das, wo ich gerade meinte, wo man dann immer noch mal tiefer hingehen kann, wenn es um das der Information zuzuhören geht, für sich selbst auch zu schauen. Und das ist das Spannende, dass wir ja häufig Dinge fühlen, weil wir bestimmte Gedanken denken. Und diese Gedanken denken wir wie so eine Art Autopilot, weil wir in unserem Leben vor vielleicht einem Jahr, vielleicht vor 10, vielleicht vor 30 Jahren einmal eine Erfahrung gemacht haben. Und dieser Erfahrung haben wir eine Bewertung gegeben und haben diese Bewertung nie wieder hinterfragt. Und aus dieser Bewertung ist dann eine Überzeugung geworden, die wie so eine Art Wurzelwerk ist für die Gedanken, die wir heute denken. Ich mache das nochmal konkreter als Beispiel. Du warst in der dritten Klasse und warst im Matheunterricht und deine Lehrerin, du solltest irgendwie eine Rechenaufgabe lösen und du solltest aufstehen und vor der ganzen Klasse die Aufgabe lösen und du hast dich unglaublich geschämt in dem Moment. Du bist rot geworden, weil du die Lösung nicht wusstest und du warst so aufgeregt und wir kennen das alle, wenn wir aufgeregt sind, können wir nicht denken und dann konntest du die Lösung nicht errechnen und du hast dich geschämt und dann hat deine Lehrerin vielleicht sowas gesagt wie, dass du vielleicht zu blöd dafür bist. Ja, und alle anderen haben gelacht. Und du hast dich hingesetzt. So, das war jetzt ein Schlüsselmoment in deinem Leben, der emotional so hoch geladen war, dass plötzlich, dass es wie so eine Art Abdruck in deinem Energiesystem gegeben hat, wo du für dich abgespeichert hast, ich bin zu blöd, um das zu können. Es ist für mich gefährlich, vor der Gruppe zu stehen und etwas zu sagen, weil ich mich dann ausgeschlossen oder ausgegrenzt oder dumm fühle. Das ist jetzt vielleicht 40 Jahre her oder 30 Jahre her, aber bis heute hast du diese Emotionen und diesen Gedanken in dir, ja? Bis heute ist dieser Gedanke in dir. Und jetzt ist eben das Spannende, dass, und deswegen mag ich das Thema auch so gerne, darüber nachzudenken, und deswegen finde ich es auch so wichtig, auch über negative Emotionen zu sprechen, weil jede negative Emotion ist letztlich immer die Einladung auch zur Heilung, immer die Einladung, um Harmonie wiederherzustellen in dir, weil negative Emotionen weisen dich einfach darauf hin, du bist nicht in Harmonie, irgendwas ist gerade im Ungleichgewicht, guck hin, heile, werd ganz. Vergib. Und worauf ich hinaus möchte mit der Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe, ist, dass wenn dann heute vielleicht eine Emotion wie zum Beispiel Scham hochkommt in einem bestimmten Moment, dann kann es sein, dass diese Emotion in diesem Moment entsteht, weil du zum Beispiel beim Job dir gesagt wird, du sollst morgen eine Präsentation halten und du fängst an, dich jetzt schon zu schämen und Angst zu haben. Warum? Weil in dir noch die siebenjährige oder das siebenjährige kleine Mädchen ist, was sich in die dritte Klasse versetzt gefühlt fühlt, wo sie diese Aufgabe nicht lösen konnte. Und jetzt ist eben die Aufgabe nicht, quasi diese Angst in dem gegenwärtigen Moment aufzulösen, weil die Angst im gegenwärtigen Moment ist nur da, weil du diesem damaligen Ereignis die Bewertung gegeben hast, dass es für dich gefährlich ist, dich vor anderen zu zeigen und aufzustehen und dass du dann ausgeschlossen wirst. Und deswegen hast du heute und wird quasi die Erfahrung jetzt heute getriggert, diese Angst von der Emotion, die eigentlich von damals in dir gespeichert war. Und worum es jetzt geht, und das ist eben das Schöne, dass du dir vorstellen kannst, wenn dann zum Beispiel Wut da ist oder Scham da ist oder Angst da ist und du die Tür aufschließt, dass du eigentlich hinter dieser Tür jetzt Heilung für dich finden kannst und dich zurückbringen lassen kannst in so eine Erfahrung und dich hier zum Beispiel über innere Kindheilung heilen darfst, ja. Und das ist dann der dritte Schritt. Der zweite Schritt ist ja hear it, also hör hin. Und der dritte Schritt ist jetzt heal it, dass du dir erlaubst, dieses Gefühl zu heilen, dass du dir erlaubst, eben jetzt auch nicht für alle Ewigkeit an diesem Gefühl festzuhalten, weil wir uns, und das ist ja auch ganz spannend, dass zum Beispiel auch die Arbeit von Dr. Joe Dispenza unglaublich inspirierend und spannend, der ja nachweist, dass es so ist, dass unser Körper wirklich auch biochemisch
süchtig wird nach bestimmten Emotionen, die wir immer, immer und immer wieder fühlen und Gedanken, die wir immer und immer wieder denken. Und dass es spannend ist, dass es auch erstmal eine biochemische Umprogrammierung ist im Körper, zu lernen, neue Emotionen zu fühlen und vielleicht nicht die ganze Zeit auch in dieser Angst, in dieser Scham, in dieser Wut zu sein, weil wir uns unser Leben lang dahin trainiert haben und uns in dieser Emotion irgendwo auch sicher fühlen, sondern wenn wir über es zu heilen sprechen, dann geht es darum, dass du dir wirklich erlaubst, zu dem Ursprung des Gefühls zurückzugehen und die Wurzel quasi zu heilen. Denn wenn du die Wurzel heilst, dann kann auch der ganze Baum wieder ganz anders aufblühen. Und ein großer Teil in meiner Erfahrung, wenn es darum geht, zu heilen, dann ist es zum einen, gerade bei vielen Emotionen, natürlich auch in die Achtsamkeit zu gehen, überhaupt das wahrzunehmen, das war ja Schritt 1, aber auch zu schauen, was brauchst du gerade vielleicht an Hilfe und an Unterstützung? Und je nachdem, was die Ursprungserfahrung war, kann es sein, dass es dir hilft, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen? Kann es sein, dass es dir hilft, Hypnotherapie, also eine Hypnose zu machen? Kann es sein, dass es dir hilft, ein Coaching zu machen? Kann es sein, dass es dir hilft, mal eine Familienaufstellung zu machen, eine innere Kindheilung zu machen? Und da wirklich dir auch diesen Raum zu geben, keine Angst davor zu haben. Und hier, Klammer auf, ja, das ist manchmal erstmal ein wirklich unangenehmer Prozess und das ist manchmal, muss man dann auch da durch so diesen inneren Widerstand gehen, auch erstmal diese Angst zu spüren. Und ich hatte zum Beispiel super lange ein Riesenthema damit, dass ich mir nicht erlaubt habe, mal traurig zu sein, weil ich so eine Angst davor hatte, traurig zu sein. Das ist jetzt auch schon viele Jahre her, aber als ich mir erlaubt habe, wieder weinen zu dürfen, habe ich das erste Mal, als ich wieder so richtig geweint habe, ich hatte so Angst davor, aber dann war es so befreiend für mich. Und worauf ich einfach hinaus möchte, ist in diesem Heal it, in diesem Heil diese Emotion, dass du dir auch erlaubst, dass du dir Hilfe in Anspruch nimmst, weil es dann einfach einfacher ist. Also ich habe so viel Hilfe in meinem Leben in Anspruch genommen, von Therapeuten über Coaches, über Hypnose, über innere Kindheilung, alles. Und es hat mich immer einen Schritt weiter gebracht und es hat mich immer einen Schritt weiter zu mir gebracht. Und da kannst du auch einfach in dich hineinfühlen, was brauchst du gerade? Und was bei mir dann auch unglaublich geholfen hat, ist Vergebung. Und zwar auch dir selbst zu vergeben. Denn häufig ist es so, dass viele negative Emotionen auch daraus entstehen, und das ist jetzt ganz spannend, dass wir es anders haben wollen, als es ist. Also, dass wir Widerstand dagegen leisten, wie es ist und dass daraus dann negative Emotionen entstehen. Und da gilt es dann halt auch wirklich für sich ehrlich hinzuschauen und zu vergeben, dass es so ist, wie es ist. Und über Vergebung eben dem, wie es ist, zuzustimmen und nicht länger dagegen zu kämpfen oder dem zuzustimmen, wie es war und dir deine eigene Power zurückzuholen. Und wenn du da wirklich tiefer einsteigen möchtest, ich kann dir da nur von Herzen Löwenherz ans Herz legen. Das ist mein Kurs über Vergebung. Das sind 7 Module, wo du lernst, dir selbst zu vergeben, deinem Vater zu vergeben, deiner Mutter zu vergeben, deinen Partnern, Ex-Partnerinnen zu vergeben, Freunden zu vergeben, dem Leben zu vergeben. Und dieses Programm, tausende Menschen machen dieses Programm gerade und das Feedback ist so schön und es berührt mich auch unendlich und es ist so mein absoluter Herzenskurs, weil ich einfach in meinem Leben gesehen habe, wie sehr Vergebung auch meine emotionale Welt verändert hat, weil Vergebung ist der Schlüssel zum inneren Frieden. Vergebung ist dieses nicht mehr dagegen kämpfen, wie es ist. Und das ist eben ein extrem wichtiger Teil, wenn es darum geht, die eigenen Emotionen auch zu transformieren. Und das ist dann der 4. Schritt, nämlich Love It. Und bei Love It geht es genau darum, eben nicht mehr dagegen zu kämpfen, nicht es anders zu haben zu wollen, als es ist oder als es war, sondern das, wie es ist, zu lieben, auch wenn es vielleicht gerade unangenehm ist und auch wenn wir es vielleicht gerade eigentlich anders haben wollen. Aber es bringt halt gar nichts, gegen etwas zu kämpfen, was du nicht verändern kannst und Dinge anders haben zu wollen, die in der Vergangenheit liegen, die du auch nicht mehr verändern kannst, was du aber immer verändern kannst.
Und das ist das größte Geschenk, was wir Menschen bekommen haben, ist wählen zu können. Du kannst wählen, wie du darüber denken und fühlen möchtest. Du kannst wählen, welche Bedeutung du der Erfahrung geben möchtest. Und am Ende ist die beste Erfahrung oder die schönste Erfahrung, die wir dann immer machen können, Liebe. Und wenn ich sage love it, dann geht es wirklich darum, durch diesen Prozess zu gehen, es zu fühlen, es zu hören, es zu heilen und es liebevoll in Liebe anzunehmen, so wie es gerade ist, und anzunehmen und liebevoll zu akzeptieren, dass du vielleicht die letzten 2 Jahre in dieser Wut gewesen bist oder in der Traurigkeit, aber dass es irgendwann auch gut ist und dass du diese Gefühle dann transformieren kannst und mit ihnen arbeiten kannst. Und kein Gefühl ist dafür da, dass es immer da ist, sondern deine Gefühle sind deine inneren Botschafter. Deine Gefühle sind, das ist deine, ja, deine inneren Friedensschlüssel, die du benutzen kannst, die dir etwas zeigen wollen, die die Türen öffnen wollen zu deiner inneren Welt, zu deiner inneren Selbsterkenntnis, zu deinem inneren Wachstum. Und anstatt da zu versuchen, das wegzudrängen, lieb es. Lieb dich dafür, vergib dich dafür, vergib dir dafür, dass es so ist, wie es ist, weil wir gehen da alle durch und es ist überhaupt nicht schlimm, sondern es ist genau richtig so, wie es ist. Und ich hoffe sehr, dass dir diese 4 Schritte ein bisschen helfen können, auf deinem Weg mit negativen Gefühlen umzugehen und dich nicht dafür abzuwerten, dass du negative Gefühle hast und vor allen Dingen auch hier in unserer spirituellen Persönlichkeitsentwicklungsbubble, in der wir unterwegs sind, wo ja manchmal so ein bisschen vielleicht das Gefühl entsteht, dass man immer gut drauf sein muss und dass man sich nicht schlecht fühlen darf und dass immer alles Liebe sein muss und so weiter und so fort, dass man sich dann schlecht fühlt, wenn es mal nicht so ist. Und ich bin ganz ehrlich, mir geht's auch manchmal so, ich denke mir, Mann, jetzt bin ich hier irgendwie, habe irgendwie Deutschland erfolgreichsten Podcast für spirituelle und persönliche Weiterentwicklung und habe einen richtigen Scheißtag und komme da gerade irgendwie nicht raus. Darf ich das überhaupt? Ja, na klar, verdammt nochmal, weil das ist das Leben und das bin ich und das gehört dazu. Und nur weil ich solche Tage habe und weil ich auch all diese Emotionen kenne, kann ich überhaupt darüber reden? Und genau das ist es ja, was uns miteinander verbindet. Und der Schlüssel liegt halt hier darin verborgen, sich jetzt eben nicht zusätzlich noch dafür abzuwerten, dass du das fühlst, was du fühlst, sondern den Shortcut zu nehmen und mit diesen Gefühlen zu arbeiten. Und im ersten Schritt sie zu fühlen, im zweiten Schritt zu hören, was ist die Botschaft, was ist die Information, was will mir dieses Gefühl gerade sagen? Ist es für mich gerade wichtig, mir Zeit für mich zu nehmen? Ist es gerade wichtig, mich mal abzugrenzen? Ist es gerade wichtig, meinen Träumen zu folgen? Ist es gerade wichtig, in die Heilung zu gehen? Und im nächsten Schritt dann genau das zu tun, zu heilen. Und manchmal heißt es auch zu heilen, für was loszugehen, was du dir vielleicht bis jetzt nicht erlaubt hast. Und im nächsten Schritt ist zu lieben, diesen Prozess zu lieben, dich dafür zu lieben, deine wundervolle Spiritualität zu leben, deine Seele zu lieben, dein Herz zu lieben, deinen Körper zu lieben, dich zu lieben als dieses Wunder, das du eben einfach bist. Und auch dankbar zu sein für diesen Prozess, weil es ist spannend und es ist schön und es ist so aufschlussreich und am Ende wirst du dich selbst darin immer finden. Und ja, also nimm's dir mit, feel it, hear it, heal it, love it. Ich hoffe, dass dir diese 4 Schritte auf deinem Weg helfen können und nimm dir vor allen Dingen auch mit, es ist total okay. Es ist total okay, sich auch einfach mal richtig beschissen zu fühlen und es ist auch total okay, dir dann zu erlauben, damit zu arbeiten und auch nicht für immer drin stecken zu bleiben. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest das für dich mitnehmen. Ich freue mich natürlich riesig, wenn du mir bei Instagram schreibst, unter dem Post von heute zur Podcast-Folge, was hast du für dich mitgenommen? Wie gehst du vielleicht mit negativen Gefühlen um? Und ich werde bestimmt auch in nächster Zeit nochmal auf Instagram live gehen und eine Meditation dazu machen, dass wir das auch direkt wirklich irgendwie umsetzen können. Und ja, schick dir jetzt einfach eine wunderschöne Umarmung. Ich hoffe, es geht dir gut und ich glaube an dich, du es auch. Bring dein Licht in die Welt. Es ist so schön, dass es dich gibt und du bist wichtig. Du bist wertvoll und es ist kein Zufall, dass du jetzt gerade hier bist. Rock on und Namaste, deine Laura.